Ah, das Video läuft jetzt, oder? Gut. Servus zusammen. Mein Name ist Georg Schellenberger. Ihr könnt es aber ganz einfach auch Schelle Schorsch zu mir sagen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach selber eine Shisha-Pfeifel bauen kann. Ja, sicher kennt ihr das. Man hockt gerade mit seinen Spätzl zusammen, redet ein bisschen über die gute alte Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat und wo man sich einfach noch auf einen Ratsch damals in der Videothek getroffen hat, in der Porno-Ecke. Ja, die jungen Leute kennen das ja gar nicht mehr. Auf alle Fälle denkt man sich doch dann, mei, jetzt war's recht, wenn man Shisha-Pfeife rauchen kann, weil es gerade so gemütlich ist. Und da fragt sich der ein oder andere, ja, grüezi fix, was ist denn das? Ja, ein Shisha, das ist praktisch ein Wasserpfeife, wo jeder mal zünden darf, die geht dann so um drum im Ding, im Kreis. Jetzt muss man sagen, ja, das hat jetzt nicht jeder parat. Dann habe ich mir gedacht, ein Ding macht erfinderisch und bin einfach zu mir in den Keller gegangen und habe mir gedacht, geh weiter, tausch mir einfach ein A gegen ein U. Ja, und jetzt ist es soweit. Ich darf vorstellen, die ultimative Self-Made-Zweitverwertung-Shisha, die Shishu. Und ich habe das natürlich ausprobiert und gerade wenn man vorher mit den Dinger 14 Tage lang auf der Skipiste unterwegs war und vielleicht noch, ja, ich sage mal so, ein bisschen zur Kassfürs neigt, hey, das haut besser rein als das beste Gras. Aber garantiert, wird der Spanier sagen, gell? Ich habe mich jetzt einmal für Geschmacksrichtung Markus Wassmeier entschieden. Oh, die Olympia-Edition. Oh, herrlich. Oh, die hat... Ja, Gloria. Magst du einmal probieren, ha? Ja, und das nächste Mal zeige ich euch, wie man aus einem Hund an Ding Skischuhe raus operiert. Gloria. Wenn euch der Clip gefallen hat, dann liked ihn und ganz wichtig, abonniert meinen YouTube-Kanal. Schaut auf meiner Facebook-Fanpage vorbei und auch auf meinem Instagram-Account. Und das Allerwichtigste, kommt zu meiner Live-Comedy-Show. Alle Tourtermine gibt's auf meiner Homepage. Bis bald, euer Bevi Bauer.